So. Brennnesseln sehen cool aus. So, dann gehen wir hier mal rein. Hi, Lambert. Geht. Läuft. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Stimmt. Weißt du was? Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Muss mich noch kurz um etwas kümmern. Warte auf mich. Einverstanden. Okay. Ich will mich hier nämlich nur ein bisschen weiter umsehen. Ja, die Bilder haben sie auch immer noch hier. Weil wer weiß, was die hier noch alles haben. Und außerdem möchte ich gucken, wie viel sich zum ersten Teil verändert hat. Ich weiß, es wird eine ganze Menge sein, aber dennoch. Stimmt, die lag damals Triss. Und hier ist auch noch eine Truhe. Auch noch. So, da geht's in die oberen. Wenn ich, wenn einer einen Vorschlag macht, der andere ist. Die beiden. Oh! Dein Ernst? Weißt du. Ich wüsste echt gerne manchmal, was in deinem Kopf so vor sich geht. Aber es ist ja schön, dass sie hier die Treppe repariert haben. Ein kleiner Schnaffe zu Hause. Ja, ich glaube auch. Hier ist soweit nichts. Gehen wir einmal nach unten gucken. Ich finde das echt cool, dass man sich jetzt hier umsehen kann. Unten war ja damals das Labor. Von denen. Okay, ist nicht mehr so. Da ist jetzt kein Labor mehr. Schade. Wirklich schade. So.
Hirne. Oh Mann. Oh Mann. Gut, hier ist auch nicht mehr. Gott, ist diese Fensterfestung groß. Ist hier unten was? Okay, nee, ist genau das gleiche. Ach, warte, da hinten der Kisten. Tutorial leere Flasche. Das Monstrum. Als da ist eine Beschreibung des Hexers. Notizen auf der ersten Seite. Die Hexerschmiede. Wunderbar. Da kommen wir nicht weiter. Ach, Blut nochmal, du Stück Scheiße! Oh je. Boah, Jennifer. Gehst du mir auf den Keks, ey. Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, mir ist nicht nach Witzen. Schon gar nicht nach Lahmen. Musst du dich abreagieren? Bitte, aber nicht an mir. Such dir ein anderes Opfer. Ich weiß nicht. Schmeiß doch noch ein Bett aus dem Fenster. Hahaha. Also doch lahme Witze. Wollen wir lieber vernünftig reden? Können wir machen, wenn du willst. Ich meine, was ist denn in dich gefahren? Bist du so erpicht darauf, dir Wese mir zum Feind zu machen? Nein, ich war erpicht darauf, nicht in einem Bett zu schlafen, in dem du Triss gevögelt hast. Mehrfach. Weißt du was? Wir sollten diese Diskussion beenden, bevor ich etwas Boah, sage, was Gott, ist sie eifersüchtig, ey! Ich hasse Frauen! Sie soll froh sein, dass ich es ihr überhaupt gesagt habe. Ich gerade wünschte, ich hätte es nicht getan. Boah. Weißt du, da ist man ehrlich und man kriegt trotzdem nur die Arschkarte. Ich würde gern hören, was du zu Außerdem sagen haben wir ein eigenes Zimmer. Tatsächlich. Na schön, dann hör zu. Du hast meine Freundin gefickt. Über ein Jahr lang. Ich weiß nicht, was der Hexerkodex dazu sagt. Aber gewöhnliche Leute würden es vulgär nennen. Gemein. Widerlich. Ich hätte keine Erinnerung. Ich versuche nicht daran zu denken. Das blöde Bett hat es schwierig gemacht. Das war's. Jen, ich hab dir doch gesagt, ich hatte das Gedächtnis verloren. Und ich die Geduld. Boah, was für eine Zimtzicke, ey. Ihr scheiß Ernst? Ui, sie ist wirklich mies gelaunt. Das nennst du mies gelaunt? Das nennst du mies gelaunt? Alter! Diese kleine... Bitte einfügen! Ey! Wenn ich sie in die Finger kriege, ne? Ich hacke ihre schicken Fingernägel ab. Boah, Weiber sind sowas von anstrengend. Gott sei Dank gibt es keine Magie im echten Leben. Denn, Gott, nee. Boah, nee. Einfach nur nein. Diese Frau. Unglaublich. Die hat doch nicht mal ein Recht, sauer zu sein. In keinster Weise. Willkommen zurück, Kaya. Also sagt man Frauen die Wahrheit. Ist nicht okay. Sagt man es nicht, ist auch nicht okay. Seine hat sich auf Glitch. Aber ist doch wahr. Ey, unglaublich. Wieso mag jeder diese Frau? Warum? Weißt du, das ist so die übelste... Nee, da fällt mir kein Wort für ein. Was finden alle an dieser Frau? Weißt du, und ich dachte, ich bin schon anstrengend, aber die Frau übertrifft ja alles. Schlaf schön frisches. Danke, dass du dabei warst. Sieht nach Regen aus. Und ja. Bis später vielleicht noch. Komme ich hier hoch? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Flachland. Ja.
Ja. Ich hasse Frauen. Ich weiß schon, warum ich keine weiblichen Freunde habe. Um Gottes Willen! Wie viele Rehe sind denn hier noch? Alter. Oh, was ist denn hier? Okay. Geralt! Ja, und wie komme ich da jetzt hoch? Boah, ihr seid ja witzig. Weißt du, die Frau schleudert mich aus Wut irgendwo hin. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Ich hasse Frauen. Hey, unglaubliches Weibsbild, ey. Berge kann da viel, viel wieder Berge sehen. Nee, ich hab genug davon. Ich will keine Berge mehr sehen. Gesundheit, Frisches. Der Boden hat schon wieder vibriert. Meint doch was anderes. Ja, das weiß ich, was er meint. Ich hab das schon verstanden. Bin ich hier aber immer noch in Rage. Blinder Wut. Schade, dass man diese Frau nicht töten kann. Das ist so eine Art Frau. Nee. Mit der würde ich privat nichts zu tun haben wollen. Hm. So, dann laufen wir jetzt halt den ganzen Weg hier nochmal hin. Vielleicht hat sie sich ja jetzt endlich mal beruhigt. Tagchen, Madame. Ah, Geralt. Willst du was sagen? Schieb es hier in deinen Allerwertesten. Mhm. Die Aussicht von dort war spektakulär. Vielleicht hätte ich dich 2 Meilen höher teleportieren sollen. Atemberaubend, die Aussicht. Zum Sterben schön. Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Na gut, ich rede mit Ihnen. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Erstens, hör auf zu schmollen. Wenn sie mächtiger ist als ich. Nein, es ist nicht geheim. Und wir sind, ein Hexe ist immer noch kein Magier. Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei es drum. Danke für deine Erlaubnis. Boah! Na gut. Krieg endlich deine Tage, Mädel. Benutzt diesen Protestakquisitor. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen.
Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Mhm. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Ja, wie oft wollte ich mir das mit den Questgegenständen noch erklären? Mann. Jetzt ist schon ziemlich mal getötet, ja. Ich bin kurz davor, aber es geht leider nicht. Dann bringt mich die Blonde um. Ist halt ihre Ziehmutter. Ich kann ja schlecht ihre Ziehmutter umbringen. Oh, ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Doch, nein. Kann nicht mehr weit sein. Hat Jennifer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft? Was ist hier? Komisches Gerät, ja. Finde ich auch. Das Signal wird stärker. Was passt das? Echt? Findest du? Scheiße, das Signal ist weg. Das Signal wird stärker. Das Signal wird stärker. Ja, das hast du bereits erwähnt. Scheiße, das Signal ist weg. Hier ist nichts. Oh, ich habe ein Signal. Hier oben Scheiße, ist wirklich nichts. Das Signal ist weg. Oh, ich habe ein Signal. Boah, Geralt. Das Signal wird stärker. Kann nicht mehr weit sein. Schon wärmer, wärmer, heiß. Du musst auch mal springen. Können wir reden? Muss ich das? Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare, Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Ja, müssen nicht. Bin auch gesprungen. Wie kann ich dir helfen? Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Mhm, ich auch. Nein! Wie kann...
Wiedersehen. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe Emir getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sorgen. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Kedwin, Edirn und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Ja, das ist nicht viel übrig von dieser Welt. Bis später, Wesemir. Sieh zum Feuer. Kann nicht mehr weit sein. Jetzt sieh hier. Pupillenfunktion normal. Ja, aber hier ist doch nichts. Hier wird's doch schon wieder schwächer. Sein. Interessant. Keine Angst vor Silber. Es ist doch hier nirgendwo. Halt das. Keine Reaktion auf die Meritium. Ja, das hier ist mein Lager. Halt das. Keine Reaktion auf die Meritium. Ich habe so keine Ahnung. Signal ist weg. Ja, hier hinten hier ist nichts. Ist das Signal weg. Okay, gut zu wissen. Oh, ich habe ein Signal. Ja, aber das hier Signal hinten ist nichts. Hier ist nichts, Geralt. Ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Das Signal wird stärker. Kann nicht mehr weit sein. Jetzt sieh hier. Schon wärmer? Wärmer? Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Ah. Da bist du ja. Ernsthaft? Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma. Dachte ich mir. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Okay. Hier ist nichts. So. Hübsch, nicht wahr?
Noch mal kurz. Ich wäre dann soweit. Wir brechen einmal auf. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen. Ja, haben wir das auch hinter uns. Wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den... Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wiese mir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Ah, niemand stimmt. Savola hieß der. Und ich habe eine Abkürzung zum Teil. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Ja, schön ist es hier auf jeden Fall. Wo ist denn? wir müssen jetzt ein... Also, Viech schwimmen wir über den töten. Teich? Nein, ich habe hier ein Boot vertreut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Nicht dein Ernst. Jetzt ergibt das Sinn. Ja, so kann man auch Fische fangen. Haben dann auch den leicht rauchigen Geschmack. Mach ich auch immer so. Wenn ich Fische fange. Ja. Sieh einer an, ich bin verboten. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist deine Kunst. Ja, ich fange ständig Fische. Du weißt doch gar nicht, was ich so privat mache. Ich fange häufig Fische. Ständig. Durchgehend. Nee, in echten Teichen. Das kenne ich ja gar nicht. Nicht? Ich jage auch Rehe und sowas, weißt du? Ständig jage ich Rehe. Aber das sind jetzt... Klar. Oder schieße Vögel vom Himmel. Hühner töten. Ich jage dich. Nö. Also bisher habe ich noch keine Rehe gejagt. Hühner töte ich ganz gerne. Schießt da immer gerne so mit meiner Schrotflinte drauf. Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Das sind doch nette Waffen schon. Ja klar. Wie soll ich denn sonst Bomben benutzen? Genau, und... Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Ne? Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für den kleinen gebunden. Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Finde das Boot. Klar! Ich tue nichts lieber als Boote suchen. Warte mal. Er trug diese Leiche, wer immer die verstümmelt hat. Ein Mensch war es nicht. Oh, ich will was töten. Ertrunkene Tote. Und ganz normale... Oh ne, nur ertrunkene Tote. Aua, aua, aua. Aua.
oder? Jetzt muss ich einmal machen. Und zwar... Okay, kann ich aber... Gut, das kann ich machen. Ein Wasser. Das hat uns genau eine Suppenkohle. Huch. Verdammt. Hallo. Ach du Blödes. Geralt macht aber nichts mehr. Alter! Jetzt endlich. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Klar. Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben. Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Steht dein Name drauf? So, ich möchte einmal kurz... Ich hab Axexa. Wie nennst du Geralt? Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Mhm. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Ja, bin dabei. Wie aus dem Wind das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht.